Ich habe mich gefreut, heute an einem Dienstag mit knapp 40 Neusserinnen und Neussern aus meinem Wahlkreis und aus dem Wahlkreis von Michael Ziege über die Belange der Innenstadt und der Stadtmitte zu sprechen. Dabei habe ich mich ganz besonders darüber gefreut, so viele Fans der Straßenbahn hier zu treffen. Damit rechnet man ja schon kaum mehr. Aber es zeigt mir, dass Alternativen zum Auto gefunden werden und auch wirklich genutzt werden. Deswegen werde ich aus dieser Veranstaltung auf jeden Fall mitnehmen, dass wir uns mehr darum kümmern müssen, mit dem öffentlichen Personennahverkehr auszubauen und auch das Fahrrad wieder mehr, noch mehr als bis jetzt, in den Vordergrund zu stellen, damit die Neusserinnen und Neusser auch weiterhin gerne die Innenstadt besuchen. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine hervorragende Veranstaltung hier im Drusus 1 hatten. Sowohl Frau Konstanze Ströx für die Stadtmitte als auch ich für Innenstadt und Hamfeld und Rheinparkcenter haben eingeladen. Es sind ganz, ganz viele Anregungen gekommen zu den verschiedensten Bereichen. So konnte ich mich zum Beispiel zum Thema Hümmgasse nochmal von Anwohnern direkt informieren lassen, wie da die aktuelle Situation ist und wie wir da Maßnahmen ergreifen können. Aber auch weitere Themen rund um den Bereich der Innenstadt sind angesprochen worden, zum Beispiel das Thema Sicherheit, auch das Thema Ordnung. Da werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter dran arbeiten und die Inspiration mitnehmen, die wir heute hier bekommen haben.